Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 28. Februar. Unser Andachtswort steht in 1. Petrus 5, Vers 7 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Werde ich die Arbeitsstelle bekommen? Wie ist die Klassenarbeit ausgefallen? Welchen Befund bringt die Untersuchung beim Arzt? Sorgen begleiten uns. Mal sind es große, mal kleine. Was es bedeutet, die Sorgen an jemanden abgeben zu können, habe ich im Herbst 2011 hautnah erfahren. Das hat mir neu bewusst gemacht, welchen Halt der Glaube an Jesus Christus geben kann. Bis zum Mittag verlief der Tag wie ein gewöhnlicher Arbeitstag. Dann kam ein Anruf mit der Aufforderung, das Bürogebäude bis spätestens 14 Uhr zu verlassen. Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg versetzte die Stadt in einen Ausnahmezustand. Was nun? Wie weit müssen die Häuser evakuiert werden? Kann ich denn wenigstens mich zu Hause aufhalten? Das erwies sich nach einem Blick ins Internet als unmöglich, denn meine Wohnung lag ebenfalls im Evakuierungsradius. Folglich musste ich alles im Büro unverzüglich zusammenpacken, auf dem schnellsten Weg nach Hause gehen und mir dann eine Bleibe suchen. Die hatte ich, nachdem das Nötigste im Rucksack verstaut war, auch gefunden. Als ich mit dem Fahrrad in der Nähe des Bombenfundes vorbeifuhr, verspürte ich beim Anblick der vielen Polizisten und Polizeiwagen Angst. Angst darüber, was passieren würde, wenn die Entschärfung misslingen und das Büro oder sogar unsere Wohnung Schaden nehmen sollte. Dort ist fast alles, was wir haben. Ich ahnte in dem Moment ein wenig, was es heißt, auf der Flucht zu sein und Hab und Gut zurücklassen zu müssen. Doch die Angst war nicht alles, was mir auf dem Fahrrad durch den Kopf ging. Ich erinnerte mich an die mutmachenden Worte aus dem Bibelkreis am Abend zuvor und an eine Vertonung des obigen Bibelverses. Dabei wurde mir bewusst, dass ich jemanden habe, an den ich mich mit meiner Angst wenden kann. Ich bat Gott um seinen Beistand bei der Entschärfung und um Schutz für alle Betroffenen und unsere Wohnungen. Mein Herz wurde merklich ruhiger und ich wusste, es ist alles in Gottes Hand. Es ging alles gut und ich konnte sagen, danke Gott. Ich wünsche uns für diesen Tag die Gewissheit und die Erfahrung, dass sich Gott unserer Sorgen annimmt. Wir müssen sie nur bei ihm abladen und ihn machen lassen. Anker Leuthold-Vergin.